diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Ich bin mehr als bereit für dich. Das kann ich gut gebrauchen. So. Ich hole mir noch Frostbeulen.
Daraus werde ich später einen Trank brauen. Und jetzt?
hilft bestimmt weiter. Da beten die Sonne an. Komm schon. Ich habe kaum Scherben. Es geht doch um... Deine Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter, nicht Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu den Banuk und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. Was für Maschinen lauern denn auf dem Weg? Plünderer und Langbeine, soweit ich weiß. Und ich hörte von etwas viel Schlimmerem. Etwas, das gnadenlos zuschlägt. Ohne Sprengpfeile haben sie vermutlich keine Chance. Warum ließen sie die beste Munition zurück? Ich weiß es nicht. Masavid, der Karawanenführer, macht eigentlich keine Fehler. Ich wollte ihnen die Kiste hierher bringen und kam gerade noch über die Grenze, bevor sie die Tore schlossen. Aber ihnen weiter in die Wildnis zu folgen, wäre Selbstmord. Besonders wegen dieser ganzen verdorbenen Maschinen. Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja, das ist schon mal mehr, als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Hier, das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchte für dich. Es ist verdammt heiß. Thank you.
Sogar die freundlicheren Kaja reden mit uns, als wären wir Kinder. Das ist beleidigend. Seit der Waffenruhe fühlt es sich an, als wäre die Sonne nach einer langen Nacht wieder aufgegangen. Ich brauche noch einen Moment. Ich habe heute noch so viel zu erledigen. Ich habe einen Freund bei dir. Das geht ganz schön schnell. Sieht aus wie eine von diesen Banuk-Skulpturen. Einen friedlichen Tag.
Nicht schon wieder. Die Arbeit macht mir nichts aus. Besser als sich um das nächste... zurückgelassen.